die Welt wieder auf. Unser Licht weist uns den Weg aus der Fährte voll Rauch. Hab keine Angst, denn die Angst hält uns stumm. Und am dunkelsten ist die Nacht vor der Dämmerung. Hab Vertrauen, wir bauen die Welt wieder auf. Unser Licht weist uns den Weg aus der Fährte voll Rauch. Hab keine Angst, denn die Angst hält uns stumm. Und am dunkelsten ist die Nacht vor der Dämmerung. Es freut mich, sind Sie wieder mit dabei. Und ich habe gleich mal einfach eine direkte Frage an Sie. Wer von Ihnen kennt es nicht, diese Zahnarztangst? Oh nein, ich muss zum Zahnarzt, ich habe Zahnschmerzen und oh mein Gott, oh nein, um Himmels Willen, bitte, bitte nicht. Ich selber kenne das, ich bin auch nie gerne zum Zahnarzt gegangen. Und heute bei mir im Studio habe ich sogar einen Zahnarzt. Herzlich willkommen, Dr. Gabo Rosa und auch Christina Thum. Es freut mich, sind Sie beide hier. Sie arbeiten ja zusammen und deshalb möchte ich einfach gleich die Frage an Sie stellen, Frau Thum. Was unterscheidet denn unseren Zahnarzt hier bei uns im Studio von allen anderen Zahnärzten? Denn ich denke, über sich selber zu sprechen ist ein bisschen schwierig. Also erstmal bin ich Heilpraktikerin und keine Zahnärztin. Bin auch, wenn ich beim Zahnarzt bin, viel die Patientin gewesen. Hoffentlich viel nicht mehr. Und ich glaube, ein Zahnarzt, der braucht mal von seiner Persönlichkeit so ein ganz bestimmtes Profil, dass er so in der Geduld ist und eine Fähigkeit und ein Willen zu einer Genauigkeit. Na, weil er muss ja stundenlang in so einer feinen Arbeit am Patienten im Mund arbeiten. Für mich jetzt mal auch als Physiotherapeutin, Heilpraktikerin, für ihn selber ja einer ungünstigen Ausgangslage. Ne? Immer dieses drübergebeugte und dann mit vielen kleinen Instrumenten ja sehr, sehr, sehr genau sein und das über einen langen Zeitraum. Und ich glaube mal, das ist so eine Fähigkeit, die ihn sehr auszeichnet. Ne? Ich kenne viele Zahnärzte auch aus eigenen Sitzungen her und auch von der Zusammenarbeit durch verschiedene Fortbildungen, die ich gemacht habe. Und das ist so diesen Perfektionismus, den er da anwendet, wenn er damit arbeitet. Das ist mal das Entscheidende. Und dann natürlich auch, dass er weiß, dass die Arbeit, die er ja macht, ne, er macht sie sehr gerne und er macht sie sehr gut, aber es ist ja für den Patienten, der dort sitzt, eigentlich in jedem Bereich immer ein Stress. Ne? Und dann jemanden da zu haben, der diesen Stress wahrnimmt mal als einzigen und versucht sein Bestes zu machen, dass er den nicht erhöht, also in diesem Limit zu bleiben, das was nötig, aber nicht mehr als nötig und in diesem genauen, langsamen Tempo. Ich glaube, das ist eine große Fähigkeit. Und wir dann in der Zusammenarbeit den Patienten von jedem Schritt in dieser Prozedur begleiten wollen. Und das halt mit den Methoden, die wir haben. Wir arbeiten mit Timewafer, das heißt, ich kann jede Operation, jeden Vorgang im Informationsfeld harmonisieren und begleiten und damit auch erleichtern. Mhm. Also sprich, das gestresste Meridiansystem in der Aura entsprechend dazuführen, das vegetative Nervensystem immer wieder beruhigen. Gucken, dass keine Erreger, Entzündungsfaktoren senken. Das sind alles solche Programme, die ich analysiere. Und dann, wenn wir das absprechen, wann diese Zeit, die Patienten geben mir das Datum oder von der Praxis kommt es, entsprechend dann zu reagieren. Ist auch sehr oft eigentlich bei den größeren Operationen, bei größeren Eingriffen natürlich, dass wir die auch an die Mondphase natürlich anpassen, dass wir die meisten großen Operationen zu abnehmendem Mond machen. Wir machen die Operationen auch meistens anfangs der Woche. Mhm. Patienten hätten es gerne immer irgendwo Richtung Ende der Woche, damit sie nachher das Wochenende zu Hause haben, zum sich erholen. Aber ich sage immer zu jedem Patienten, mir ist am wichtigsten, wir können das vielleicht anfangs der Woche machen, damit sie mich dann nachher auch zur Kontrolle aufsuchen können, Mitte, Ende der Woche. Mhm. Und ich nicht vielleicht irgendwo am Wochenende unterwegs bin. An einem Kongress natürlich, weil Freizeit habe ich ja keine. Nein, ein Scherz. Aber es ist für mich auch besser, wir können dann so die Patienten besser kontrollieren. Die meisten Patienten, wo wir eine größere Operation machen, bekommen natürlich auch meine Telefonnummer. Sie können mich dann auch eigentlich, kann man sagen, Tag und Nacht erreichen.
eine gewisse Zeit nach der Operation, damit wir sicherlich Ihnen auch das Gefühl geben können, dass Sie natürlich nicht, dass Sie sozusagen in guten Händen sind, sage ich mal so. Und wir haben auch wirklich, sagen wir, über Frequenzen, über Strom, da ist ein Time-Wafer, ja. Time-Wafer Home, wo über Ohrclips der Patient wirklich die ganze Zeit behandelt wird, dass sofort eigentlich während der Trauma-Auslösung schon die Therapie eigentlich erfolgt. Das ist also eine Kombination aus den verschiedenen Methoden, um dem Patienten das Beste zuführen zu lassen, was in der Situation geht. Zusätzlich auch nach der Operation haben wir jetzt auch die Möglichkeit, dass wir die Wunde und das angrenzende Gebiet von der Wunde auch mit Laser behandeln, mit dem roten Laser. Wir haben sehr, sehr gute Erfahrungen mit dem Laser. Ja, Laser ist einfach eine Methode, die desinfizierend wirkt. Die haben wir in der Praxis auch. Du kannst wunderbar Wunden, Narben mit Laserlicht behandeln. Ist das dieses rote Licht, das da teilweise aus auch was man bei kleinen Taschenlampen am Schlüsselhänger hat. Genau, das ist gebündeltes Licht in gewissen und es hat eine jetzt muss andere, ich aber ganz kurz noch mal nachhaken, und zwar abnehmender Mond. Ja. Was hat das bitte mit unserem Zahnarzttermin zu tun? Es ist halt so, dass sehr viele Patienten, die jetzt alternativ denken, natürlich legen schon sehr großen Wert darauf, dass sie nach dem Mond leben können. Viele gehen auch zum Friseur nach Mondphasen und passen natürlich dann ihre Tätigkeiten. Kennst du das nicht? Nein. An die Phasen vom Mond an. Und wir haben auch, super, eigentlich seitdem wir die Praxis haben, seit vom ersten Tag an, haben wir auch die Operationen, sei das jetzt eine Weisheitszahnoperation oder jetzt eine Implantatoperation, einfach ein größerer Eingriff wird immer eigentlich bei abnehmendem Mond stattfinden und nicht bei anderen. Das Flüssigkeitssystem auf unserer Welt, ne, ist nach Mondphasen, ne, also es ist anschwellend und stimmt, abschwellend. Sagt ihr das auch mit dem Meer, das genau. wird vom Mond angezogen genau. und wenn der Mond Flut. Weit weg ist, Ebbe und Flut. Ganz genau. Und das hast du im Körper auch. Also auch dein Flüssigkeitssystem im Körper wirkt im Prinzip mit den Mondphasen. Und dann musst du natürlich berücksichtigen, ne? Will ich mehr Blut drin haben oder will ich weniger Blut drin haben? Oder man kann bestimmte zu astrologischen Tagen, ne, bestimmte Gelenke und Organe zuordnen. Und wenn du dann in einer, sag ich mal, aktiven Stressphase bist, dann solltest du da keine Operation reinlegen, genau auf diesem. Also ob du jetzt eine Schulter-OP oder so. Mhm. Das gibt Mondkalender, die kannst du auch googeln, die kannst du im Internet rausfinden. Und dann sagst du, was du hast oder was du machen möchtest und schaust dir dann die entsprechende geeignete Mondphase. Also so gut das möglich ist, legen wir und das ganze Team eigentlich bei uns Wert drauf. Und auch wenn Patienten mit so einer Bitte zu uns kommen, dann werden sie auf offene Ohren stoßen und nicht auf Leute, die sich dann fragen, ja, was hat das mit uns zu tun? Wow. Ich möchte noch mal kurz auf deine Handynummer zu sprechen kommen. Also, liebe Zuschauer und Zuschauer, du hast die schon. wenn Sie die Handynummer von ihm möchten, dann planen Sie einfach eine größere Operation bei ihm. Nee, Scherz beiseite. Ich verrate Ihnen jetzt mal ein Geheimnis. Er ist auch mein Zahnarzt. Und ich hatte schon eine größere Operation bei ihm. Mit Telefonnummer. Mit Telefonnummer. Ich habe die Telefonnummer gekriegt. Und wissen Sie was? Der erste Zahnarzt, der zu mir kommt und sagt, Jenny, wenn du heute Abend zu Hause bist, dann schreib mir bitte eine Nachricht, wie es dir geht. Und ich dachte mir, seit wann interessiert sich bitte ein Zahnarzt darum, nach einer Operation, wie es mir geht? Ich war total perplex. Ich war auch schon mal im Krankenhaus und ich muss sagen, als Behandler ist es angenehmer. Es ist die Operation, die Behandlung ist vorbei, man kann nach Hause gehen. Und der Patient bleibt aber da und hat noch die Schmerzen und so weiter und so fort. Aber es ist schon so, dass auch nach Eingriffen, wir kontaktieren die Patienten mindestens per Telefon am nächsten Tag auch, wie es den Patienten geht. Es ist für uns auch ein sehr wichtiger Faktor, können wir nachfragen wegen Schwellung, wie es dem Patienten geht, wie es Empfindlichkeit ist, hat der Patient vielleicht Fieber, müssen wir vielleicht irgendwelche Maßnahmen einleiten, weil das ist halt immer
die kritischste Phase, sage ich mal, dass wir, wenn wir zum Beispiel etwas im Körper einsetzen, sei das jetzt ein Implantat, das ist immer noch ein Fremdkörper und wir müssen schauen, dass in erster Zeit, dass das am besten eigentlich integriert werden kann. Und in erster Zeit haben wir immer die meiste Verlustrate zum Beispiel auch statistisch gesehen. Und deswegen müssen wir auch schauen, wie ist die Heilung. Wir haben auch die Assistentinnen wissen dann, wie es halt sein sollte und dann tun sie ihre Fragen schon gezielt stellen, damit wir wissen, okay, wie geht es dem Patienten tatsächlich. Ja. So. Weil manchmal sagen wir auch zum Patienten, wir haben ja Patienten aus der ganzen Schweiz und viele auch übernachten eine Nacht vorher schon in der Nähe, dann kommen sie zu uns, dann übernachten sie noch einmal und dann können wir sie nach der Operation nochmal kontrollieren. Viele fahren aber nach Hause und schicken sie mir halt ein Bild, zum Beispiel, wie es ihnen geht, aber mir hilft das nicht viel, wenn sie vom Rücken ein Bild schicken oder von Lächeln oder von ihrer Küche oder so. Aber wichtig wäre natürlich, dass wir ein bisschen die Patienten doch dann unter Kontrolle haben, nach größeren Eingriffen. Wow. Ja. Es ist eine Operation, ne? Es ist eine Eröffnung von Körpersystemen. Ja. Und alles, was dann eine Konsequenz mit allergischen, infektiösen Geschichten haben kann, die können dann auch im ganzen Körper etwas bewirken, was dann... Der ganze Erfolg eigentlich dann hängt sehr viel davon ab, wie der Patient sich selber auch verhält in den ersten Tagen nach einem Eingriff. Was bedeutet das jetzt, wie er sich verhält? Also, dass ich da vielleicht nicht gleich einen Marathon laufen gehe, oder? Zum Beispiel, also das sagen wir auch immer zum Patienten. Ich bin immer der Meinung, am besten klärt man den Patienten im Vorhinein etwas, sage ich mal, mehr so auf, dass er es mehr sich schonen sollte. Und vielleicht, dass er weiß, okay, es wird so eine Schwellung geben oder dass vielleicht irgendwo er wirklich dann sich zurückhalten muss vom Sport zum Beispiel oder von Arbeit. Mhm. Es ist halt, manche halten sich dran, manche halten sich dran nicht, ja. Ist halt so. Und gerade nach solchen langen Sitzungen habe ich dann den Patienten auch ein paar Tage später oder eigentlich direkt auch gerne bei mir, dass ich eigentlich das, was an Trauma gesetzt worden, durch die Behandlung an sich, und ich meine, jeder, der im Zahnarztstuhl schon gesessen ist, der weiß einfach, wie er da drin sitzt. Ne? Das heißt, er hat ja eigentlich eine überstreckte Position, oft mit einer Drehung, einer Rotation und muss dann stundenlang den Mund aufmachen. Also alle Strukturen muskulär. Ist doch normal. Am Schädel. Ne? Und wenn dann der Zahnarzt hingeht und seinen Arm noch bequem auflegt, dann liegt er nämlich hier noch auf der Birne. Ja. Und das dann über 4 Stunden, ja, vielleicht manchmal auch ohne Pause. Das setzt einfach Traumen. Ne? Du hast hier deine Blockaden drin und das, wenn man den Schädel anschaut, der ist eigentlich, er ist beweglich. Ne? Das sind Gelenke, die hier sind und die können sich fixieren. Und wenn ich dann eine Fixation habe, weil es ist meistens mit Schmerzen verbunden, selbst wenn du eine Betäubung hast, das heißt, du bist in einem emotionalen Feld. Oft ist es so, dass Gaber auch diese Schmerzmittel, die er nimmt, die haben dann noch so ein Adrenalin drin, das macht was mit dem Hormonsystem. Also dein ganzer Körper ist eigentlich unter einer Extrembelastung. Mit diesem ständigen Geräusch, was drin ist, das muss man ja auch mal vertragen können, ne, diesen Ultraschallbohrer. Und die Kombination von schlechter Ausgangslage, langer Zeit, Emotion dazu und der Verletzung, das kann noch lange nachwirken. Ne? Und dann zu Kopfschmerzen und zu Blockaden führen und solchen Sachen. Dann kann das hier alles wunderbar gelaufen sein und doch kommt man, sag ich mal, ein bisschen mit Blockaden. Ich habe Patienten, die fangen dann, die können zum Beispiel dann, die sehen nicht mehr richtig. Ne? Das ist so ein Symptom, dass man durch diese Beweglichkeit, die der Kopf eigentlich hat, da treten die Nervenzellen aus, der Sehnerv wird verschaltet. Wenn ich dort eine Verschiebung habe, dann stimmen die Achsen nicht mehr ganz. Ne? Dann kann ich nicht mehr scharf stellen oder so. Das ist jetzt ein paar Mal gewesen. Und das kann man wunderbar nacharbeiten. Ne? Und das ist dann wieder etwas, was eigentlich durch die Therapie, ja, die ja gut ist und die zielführend ist, je nachdem, was man hat, ob es jetzt Kiefergelenk ist, aus dem heraus nochmal wieder eine Belastung sein. Ja, wieder eine Therapie bedarf. Ja. Und letztendlich, das kann er nicht verhindern. Ne? Da kann er nur so gut dran sein, wie es geht und ein Bewusstsein dafür schaffen. Ja, es sind halt viele Sachen, die
am besten, da wir auch das Kiefergelenk behandeln, sind auch relativ oft große Behandlungen bei uns und die können wir nicht immer einfach aufteilen, weil in dem Fall arbeiten wir an Patienten nicht so wie an einem Flächenteppich, dass wir mal hier, mal da in 5 Jahren arbeiten. Tun aber viele Zahnärzte. Ja, wir versuchen eben, sage ich mal so, dass der Patient auch ein Gewinn draus hat aus der ganzen Behandlung. Ja. Und deswegen sind auch bei uns, ich sage mal, sicher in der Woche sicher einmal ein Tag, wo wir einen Tagespatient haben, wo am einen Tag nur ein einziger Patient bei uns ist. Natürlich ist es für den, für mein Team war es am Anfang auch außergewöhnlich, dass wir einen Tag einen Patient haben. Aber sehr viele Sachen können wir an einem Tag eigentlich erledigen. Der Patient muss sich nicht x-mal freinehmen. Es ist für viele, die das schon oft bei uns durchgezogen haben, viele haben gemeint, das war eigentlich so besser, als immer öfters zu kommen. Das ist halt auch ein anderer Vorgangsweise, was wir haben. Du hast ja gefragt, was macht uns anders? Das zum Beispiel auch. Ja, und natürlich auch dieses Mitgefühl, das ich erfahren durfte, auch bei mir, was im Nachhinein dann natürlich auch zu Schwellungen geführt hat. Ja, damals hat dein Vater noch im gleichen Haus gearbeitet. Muss ich auf seine Tochter aufpassen. Na, aber trotzdem, man hat es dir in den Augen gesehen, wie weh das tat, dass man mich halt so gesehen hat. Und war halt mal so. Und ich war dann eigentlich schon eine Woche, habe ich in deiner Zahnarztpraxis gelebt. Fast, ja, kann man sagen. Ich würde aber gerne noch auf einen weiteren Punkt eingehen. Wie sieht es denn aus? Was habt ihr schon für die Zukunft geplant? Was wird sich verändern? Verändern wird sich wahrscheinlich nicht viel. Wir versuchen halt immer mehr in diese ganzheitliche Richtung zu gehen und wir möchten halt immer mehr auf die Patienten auch eingehen. Nächstes Jahr ist für mich persönlich geplant, dass ich an einer Weiterbildung teilnehme, Richtung Hypnose in der Zahnarztpraxis, weil es sind natürlich immer mehr Patienten, die entweder mit einer Angst in die Praxis kommen und auch wäre es in vielen Fällen möglich, sehr wahrscheinlich ohne eine Anästhesie zu arbeiten, dass man den Patienten in eine Kurzhypnose versetzt und versucht dann die Behandlungen ohne zu viel Chemie, sage ich mal, zu machen. Wir geben auch mit der Praxis, wir geben auch für keramische Implantologie, geben wir auch selber auch Vorträge. Das heißt, wir werden auch in vielen Fällen gefragt, weil wir sind einer von denen, die in der Schweiz die meisten keramische Implantate setzen. Und so sind wir eigentlich zum Beispiel nächstes Jahr auch zum Beispiel bei einem relativ großen Kongress in Nizza auch mit dabei, mit unseren Fällen, wo wir bei vielen Fällen wirklich weltweit führend sind. Und das sind halt so die Pläne. Es gibt ja immer was zu verbessern. Ne? Du kannst ja, jetzt haben wir neuestens ja dieses Air Energy, was ja auch da in dem ganzen Netzwerk mit den Wassertankstellen dabei ist. Und das ist zum Beispiel eine Methode, die unglaublich gut auch beim Zahnmedizinischen dazugehört, weil es geht mir weniger um den Sauerstoff, es geht immer so Sauerstoff, Sauerstoff atmen. Aber was ich gemessen habe, ist, dass das vegetative Nervensystem, also genau das, was auf Stress reagiert, extrem gut sich ausgleichen kann. Also es gibt ja unglaublich viele Sportler und Künstler, die dieses Air Energy nehmen. Ich habe da diese Werbevideos mal gesehen gehabt und dann hat es mich selber interessiert und habe immer bei Patienten, wo diese Stressregulation, wenn ich das gemessen habe, das geht meistens über einen Puls, ne, wo ich sozusagen beurteilen kann, über den Herzschlag, was ist Stress im Körper. Und da gibt es diese beiden Nervensysteme, das vegetative, der entspannende Anteil, der sogenannte Parasympathikus, und der anspannende Anteil, das ist das Adrenalinsystem, der Sympathikus. Und auf so einem Zahnarztstuhl, da kommst du hinterher raus, ich sage jetzt mal immer und jeder mit einer vegetativen Dysregulation. Und ich habe wirklich oft jetzt schon gemessen, dass ich das nur mit dem 20 Minuten Atmen vom Air Energy hinterher wieder in die Harmonisierung gebracht habe. Und das ist natürlich eine einfache
und doch geniale Methode in der Zahnmedizin, das nachzuarbeiten. Du hast es jetzt auch seit ein paar Wochen, glaube ich. Wir haben es seit ein paar Wochen eigentlich. Ja. Wie oft hast du es schon eingesetzt gehabt? Viele Patienten interessieren sich dafür und das steht natürlich auch dort im Warteraum. Das heißt, es ist auch sichtbar und wir sind, glaube ich, auch bei euch angeschlossen. Also im Internet kann man das auch finden, dass Patienten einfach zu uns kommen können und dort aufdanken können sozusagen. Also man kann eigentlich einen Zahnarzttermin buchen und gleichzeitig noch seine ganzen Wassertanks mitnehmen, die mal noch füllen und noch eine Runde atmen gehen und dann zum Zahnarzt. Ganz genau, nebenbei zum Zahnarzt, gut. Ja. Ja, und das jetzt mal nicht nur prophylaktisch, sondern wirklich in dem Sinne, was wir heute jetzt schon als Thema hatten, dass wir sagen, der Patient ist in einer gestressten Situation, welche Methoden können wir von uns aus alles dem Patienten gut tun, damit er das Ganze auch gut verarbeiten, überstehen kann und den nächsten Impuls gibt für die Gesundheit und Heilung. Und da dienen alle Methoden und letztendlich sind wir natürlich immer weiter auf der Suche, was dient dem? Und dann eben solche Fortbildungen. Hypnose finde ich super genial, weil diesen Stress, den viele Menschen haben. Ich kenne auch einige Patienten, die, wenn ich sie zum Zahnarzt schicke, dann wirklich vorher sich in eine Hypnose begeben, weil sie wissen, eigentlich gehe ich nicht hin. Ich würde nicht hingehen. Aber je nach Krankheitsbild kommt eine Dringlichkeit rein und sie haben keine Wahl. Es gibt vielleicht dann Herde oder sonstige Sachen und sie müssen es eigentlich machen. Und dann musst du sie da abholen, wo sie stehen. Und wenn sie in der Blockade und in der Angst sind, aufgrund natürlich der Kindheitstraumen, die wir da alle haben, dann muss es da eine Lösung geben. Ohne Vollnarkose und sag ich mal den Knockout. Bei Kindern machst du das ja so. Ne? Du bist jetzt kein Kinderzahnarzt, oder? Nein. Also wir können auch Narkose nicht anbieten bei uns in der Praxis. Mhm. Das bieten wir nicht an. Genau. Aber vielleicht können wir eben dann durch die Hypnose dann auch wiederum Patienten erreichen, die wirklich mit einer Angst zum Zahnarzt gehen würden ansonsten. Genau, also es würde einfach das Spektrum der Therapiebarkeit noch erweitern. Und es gibt ja schon Fälle wie zum Beispiel komplizierte Weisheitszähne ziehst du ja auch nicht. Ne? Also letztendlich diese Grenze zu erkennen, was kann ich selber tun und was gibt ein Ergebnis und was nicht. Ich denke, das ist auch so eine Stärke. Ne? Also was wir halt noch nicht machen, zum Beispiel, wir machen auch keine Zahnspangen, aber ansonsten machen wir eigentlich ziemlich alle Behandlungen in der Praxis, die ein anderer Zahnarzt auch macht. Ja. Mhm. Ich bin halt immer der Meinung, man soll das machen, was man gut kann. Und das soll man vielleicht für andere lassen und vielleicht eben Leute suchen, sich vernetzen mit denen, die das andere Spektrum halt eigentlich anbieten. Mhm. Dass man sagt, das, was ich mache, das kann ich gut und das, was ich halt jetzt nicht so gut kann, das tun wir lieber outsourcen zu jemandem, der das wirklich gut kann. So ist das, und das dann auch wirklich beherrscht. Dass man Hand in Hand arbeiten kann, auch mit Kollegen. Ja. Jetzt, Frau Thums, Sie haben vorher angesprochen, man tut alles, damit halt die Behandlung nachher gut läuft und das ist gleich nach der Atmungstankstelle gekommen. Ist es denn von Vorteil, wenn ich vorher eine Runde atmen gehe, bevor ich dann zu ihm in die Behandlung gehe? Kommt drauf an, wie gestresst man ist. Ja? Denn wenn du schon gestresst bist, dann gleicht sich natürlich von Anfang an aus. Ja. Du könntest ja mal ausprobieren, ob du es auch während der Behandlung machen kannst. Ne? Ob es da dich nicht, das ist dann nochmal so ein Kabel, was dann drin ist, aber das könnte ich mir auch noch gut vorstellen. Also letztendlich ist es auch noch ein Optimieren und Ausprobieren von den verschiedenen Systemen, wenn was dazukommt. Ja. Aber wie das Frequency, das Air Energy dazu zu nehmen, würde bestimmt Sinn machen. Ja. Gell? Werden wir sicher umsetzen, ja. Finde ich toll, sogar in der Sendung werden neue Ideen entwickelt. Das macht richtig, richtig viel Spaß. Es hat mir auch richtig viel Spaß gemacht, hier mit Ihnen beiden zu sitzen. Vielen herzlichen Dank dafür. Ihnen, liebe Zuschauer, mir bleibt nur noch, Ihnen alles, alles Gute zu wünschen und mich von Ihnen zu verabschieden. Ich wünsche Ihnen noch alles, alles Gute und bis zum nächsten Mal hier bei Quantisana TV. Vertrauen, wir bauen die Welt wieder auf. Unser Licht weist uns den Weg aus der Fährte voll Rauch. Hab keine Angst.
denn die Angst hält uns stumm. Und am dunkelsten ist die Nacht vor der Dämmerung. Hab Vertrauen, wir bauen die Welt wieder auf. Unser Licht weist uns den Weg aus der Fährte voll Rauch. Hab keine Angst, denn die Angst hält uns stumm. Und am dunkelsten ist die Nacht vor der Dämmerung.